Und dann gehen wir noch in die verlassene Mine 2. Und suchen da nach ein paar Sachen. Verkaufen wollte ich. Hinten unten bei beim coolen Typ. Wie hieß der denn jetzt nochmal? Cooler Kumpel, genau. Okay. So. Als ob es immer noch die Straßenlaterne. Hoch zur verlassenen Mine Nummer 2. Vielleicht hätte ich diesen Marker auf der Map lassen sollen. Vielleicht besser für alle. Vor allem für mich. Weil dann finde ich es wenigstens auch wieder. Ach so, jetzt bin ich klar, wenn ich hier bin. Kann ich die Leiter benutzen? Nee, die scheint kaputt. Wenn ich jetzt wieder hier bin, kann ich auch noch mit zum Dr. Xuru. Theoretisch. Wo ist er denn da? Habe ich was für ihn dabei? Nee, ich habe die Halskette gerade um. Und ihn, da ist er ja. Und erst unterhalten. Dann beschenken. Oh, okay. Das mag er anscheinend nicht so gerne. Na gut. Soziales. Okay, das ist einfach nur neutral. Alles klar. Er hat bestimmt auch ein Lieblingsessen oder so. Das gilt es noch herauszufinden. So. Auf geht in die Minen. Ruinen, nicht Minen. In die verlassenen Minen. Auf. So. Bin letztes Mal irgendwo hingeflogen, ne? Ich gehe mal hier hin. Habe ich hier schon was? Sehe ich hier schon was? Jo, hier sehe ich schon was. Ab nach unten mit mir. Yay. Vor allem, da war direkt auch noch was. Genau. So. Ab nach unten mit mir. Hoppala, hinein. Yes, eine Feder. Hoppala. Okay. Was ist denn am nächsten hier? Das da, ne? Trotzdem 15 Meter. Eine Datendisk. Kann ich bei der Kirche wieder was kaufen? Alte Teile, sehr gut. Alte Teile brauche ich auch. Weil nachdem ich die jetzt dann fürs Haus ausgebe. Wobei ich glaube ich keinen Platz habe für eine Hauserweiterung, ne? Dafür müsste ich erst das Grundstück dahinter kaufen. Ein Schläger. So, gehen wir mal hier hin. Müssten wir halt aus. Ah, guck mal an, jetzt sind wir am Boden. Es gibt anscheinend einen Boden, den man erreichen kann. Nochmal ein Schläger. Warum liegen hier auf dem. Hoppala. Warum liegen hier auf dem Boden lauter Schläger?
So, ich muss irgendwie da hoch. Das ist echt schwierig. Soldat mit Klinge Teil 4. Das ist ein neues Relikt. Okay. Da ist noch mal ein bisschen weiter hoch. Also ein bisschen weiter hoch. 10 Meter. Na, na, na. So. Und was ist hier? Na? Ein eine Härtungsflasche. Was macht denn eine Härtungsflasche? So, wir bewegen uns mal wieder auf einer Ebene. Das ist auch ganz angenehm. Ein Brillenglas. Okay, damit kann ich wieder eine Lupe herstellen. Das habe ich ja mittlerweile herausgefunden. Na, na. Einfache Schaltkreise. Gehen wir mal hier rüber. Ob man die Höhle komplett ausluten kann? Schmiermittel. Ew. Schmiermittel klingt irgendwie immer eklig. Sorry. Irgendwie klingt das immer eklig. Ist nicht mein Wort. Na, 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 na. Eine Waschmaschine. Lol, ich habe eine Waschmaschine gefunden. Was macht hier denn bitte eine Waschmaschine? Gott, da oben kommt. Hallo. So, da habe ich was. Müssen wir zwar wieder runter, aber das macht ja nichts. Wir kommen schon irgendwie wieder hoch. Einfache Schaltkreise. Und eine Datendisk. Hier komme ich auch durch dieses Mana. Mangan? Mana. Nochmal eine Waschmaschine. Null. Ja, ich brauche auch Eisenerz. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn wir mal hier ein bisschen abbauen. Weil ich gern Eisenerz hätte. Weil ich habe so das Gefühl, das werden wir sehr bald in hohen Mengen brauchen. Genauso wie dieses Mangan. So. Wir müssen jetzt leider einen kurzen Umweg hier rumgehen. Weil ich mich da jetzt so weit runtergebuddelt habe. Ah, gut, da ist nochmal Eisen. Sogar eine riesengroße Eisenader. Okay, fast riesengroß. Ich hab nichts gesagt. Ist riesengroß. Billiges altes Spielzeugboot. Petra? Okay. Wir gehen aber mal zum grünen Eingang zurück. Achso. Ob Petra das interessiert? Oh, der nächste Tag wird relativ kurz. Weil ich tatsächlich mit der Aufnahme aufhören muss. Unser Spiel speichert ja leider nur, wenn man schläft, was ich ein bisschen doof finde. Sowas mag ich immer relativ ungern. Also das ist vor allem als Let's Player immer sehr
Doof. So, wir gehen da mal rein. Das heißt, wir machen morgen kurz ein paar Kleinigkeiten und gehen dann zu Petra und zeigen ihr das, was wir gefunden haben. Ach, wenn ich keine Ahnung habe, wer Petra ist und wo wir die finden. So, da war nichts. Die machen noch. Sind auch fertig. Dafür brauche ich jetzt noch ein Bronzerohr. Und ich kann jetzt mein Bronzeschwert machen. Nee. Drei fehlen mir noch. Okay. Bronzebarren. Ah nein, nicht. So wollte ich. Ah. Status überprüfen. Die sind gleich fertig. Außer die Kartoffel da hinten. Die ist auch nicht fertig. So. Habe ich irgendwelche Relikte? Ja, ne? Das muss ich zu Dingen bringen. Was machst du eigentlich? Ich verkaufe die Waschmaschine einfach. Okay. Ich gehe jetzt die Waschmaschine verkaufen. Waschmaschinen. Was sagt, sagt. Und dann schaue ich, wo ich Petra finde. Und wer Petra überhaupt ist. Oh, wenn der Laden überhaupt schon auf hat. Yes. So. Mehr am unnutzen Zeug habe ich ja nicht gefunden, ne? Nee. Petra. Wer ist Petra? Wo finde ich die denn? Ist dieses Forschungsding nicht dahinter? Ach scheiße, ich muss auch Holzkohle machen. Arbeitet die nicht in diesem Forschungsding? Ah ja, Petra. Oh, was ist das? Ja, genau so, das habe ich gesprochen. Wir müssen das nicht im Forschungszentrum erforschen. Aber es ist offensichtlich aus der alten Welt. Danke, ich kann nicht glauben, dass du dir solche Mühe gegeben hast, um das für mich zu finden. Kein Problem, ich war neugierig darauf, was für eine Geschichte du dir überlegen würdest. Wir werden sehen. Vielleicht gab es vor langer Zeit einen Vater eines Kindes, der Seemann war und dieses Spielzeug gab. Oder... ich weiß es nicht. Doch ich werde mir etwas überlegen. Danke nochmal. Yay. Schade, dass das bloß Beziehung plus 5 gibt. Okay, wir machen mal die Holzkohle. Wobei, die Holzkohle kann ich nicht machen, weil ich jetzt gerade die Bronzebahn reingepackt habe, ne? Scheiße. Muss man unbedingt beim nächsten Mal dann dran denken. Wer ist Lee? Den kenne ich anscheinend schon. Hast du je die Geschichte über den tanzenden Roboter gehört? Sie trugen sie vor ein paar Jahren in Etea zu. In den Ruinen wurde ein Roboter gefunden und in der Stadt gebracht. Der Roboter hatte nur ein Bein, also balancierte er mit seinen 4 Armen. Deshalb nannten sie ihn den tanzenden Roboter. Jedenfalls schoss er dann Strahl aus seinen Augen und verletzte eine Menge Leute. Traurige Geschichte. Das ist ein interessanter Plot-Twist, möchte ich mal anmerken. Hm. Was für ein Arschloch-Roboter. So, ich würde immer noch gerne wissen, wo ich Würmer kriege. Es braucht doch 8 Stunden, aber ihr seid fertig, ne? Ah nee, halt, du bist reif. Ernten. 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 So, dann kann ich das auch noch verkaufen. Aber erst brauche ich natürlich Samen und Dünger. Großen Baum? Nee, nee. Bambus-Papaya. Kleiner Pflanzkasten benötigt.
Und ihr natürlich. Machen wir den Bambus-Papaya. Säen. Und der braucht 7 Tage. Okay. Und hier schön die Kartoffeln rein. So, wir gehen mal rüber zu Sophie und verkaufen das, was wir gerade geerntet haben. Irgendwas kitzelt mich am Oberarm. So, Sophie. Ich habe hier ein bisschen was für dich. Bauernladen. Alle 11. Alle 36. Okay. Ach, das ist immer noch der Tee. Da hat sie auch nicht mehr. Nicht mehr, mehr. Aber ich habe immer ein paar Golds gemacht, ne? Da guckst du mal. Schläft jetzt auch mein Arm ein. Okay, dann kann ich die Taschen noch ausleeren. Wir müssen halt echt dran denken, nächstes Mal die Holzkohle zu machen. Und für mich ein Bronzeschwert. Da, einer ist schon fertig. Oh, und das ist Bronzerohr fertig. Dann kann ich jetzt das Gestell machen. Ich kann auch eine Fallenkiste machen. Da, Trockengestell. Sehr gut. Kann ich die Fallenkiste da hinten endlich hinpacken? Dann hört es auf, da so durchsichtig zu... nicht genug Köder. Okay, ich brauche Kopfsalat und Kumin. Kumin da drüben. Ich weiß aber nicht, ob sie Kopfsalat hat. Und das Trockengestell. Kommt neben den Grill. Apfel. Lol. Mach ich. Kopfsalat war's. Kopfsalat und Kumin. 3 Kopfsalat, 1 Kumin, glaube ich. Irgendwie so. Schauen wir mal, ob die sie noch hat. Aber Kopfsalat hat sie doch bestimmt. Sophie, du enttäuscht mich doch jetzt nicht, oder? Ich weiß aber nicht mehr, wie viele. Ich glaube, es waren 3. Oder 3-1. Da, Kumin. Noch ein bisschen mehr. Nee, aber sie hat Kopfsalatsamen. Okay, dann muss ich dann bis in den Herbst warten. Mein Kopfsalat selber hat sie jetzt nicht. Schade. Okay. Dann muss ich bis in den Herbst warten, bis ich es anbauen kann. Weil der geht im Sommer leider nicht. Ärgerlich. Ich werde safe nicht dran denken. Ganz sicher nicht. Ich dachte, ich kann die jetzt da einfach hinstellen. Und dann je nachdem Köder reinschmeißen. Schade. Samen und Dünger. Samen. Ich mach die Falle da auch mal rein. Und den Kumin auch, weil den brauche ich ja dafür. Einzelteile, Relikte. Habe ich gerade keins da, ne? Nee. Erze. Erze habe ich ein bisschen was. Du bist Erde. Du bist kein Erz. Essen roh. Essen roh habe ich auch nichts da. Also verarbeitet auch nichts. Holzkiste, Monsterloot. Nö. Relikte. Da. So, die passt da nicht mehr rein. Ja, den Tennisschläger kann ich verkaufen. Komm. Braucht kein Mensch. Den kann ich auch verkaufen. Oh, du bist so ein Dingteil. Du auch. Lol, du auch. What the fuck?
Warten wir das. Kann ich das nicht verwenden oder so? Hä, du bist doch auch sowas. Hä? Hab ich da nicht? Einzelteile, Relikte. So, jetzt hat aber. Habe ich hier nicht irgendwo auch Rohstoffe jetzt noch? Rohstoffe. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das da unten nicht. Einzelteile, Relikte. Da. Da, sortieren. Da habe ich schon zwei Teile. Teil 1 und Teil 2. 2 und Teil 4. Da fehlt nur noch 3. Und dann habe ich es. Okay. Ich beende aber jetzt die Aufnahme für heute. Das heißt, ich muss mich ins Bett legen. Was ich immer noch ein bisschen doof finde. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.